Hey ho, hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video von eurem MC-Zocker. Und das heute ist ein ganz besonderes Video, nämlich ihr seht wieder am PC und das ist heute mein 300 Abonnenten-Special. Aber ich grüße auch noch ein paar Personen, nämlich Grüße gehen raus an Jasmin Aminu, an Leon Riedel, an Julia und an David. Wenn du im nächsten Video auch gegrüßt werden willst, schreibe einfach einen netten Kommentar. Aber bevor ich jetzt losspiele, muss ich euch noch ganz kurz etwas sagen. Nämlich, ich werde von Montag bis Mittwoch keine Kommentare beantworten können, also nicht wundern, da ich da auf Klassenfahrt bin. Da ich jetzt auch bald ins fünfte Schuljahr komme. So, aber ich würde sagen, ich erzähle euch auch mal, was wir heute machen. Wir gehen heute nämlich mal auf Creeper Games. So, einmal drauf gehen. Ich werde euch heute meinen Plot zeigen und so. Also ich habe zwei Plots, also Grundstücke, und die werde ich euch einmal zeigen. Ich spiele auf City Build 4. Und ich muss euch jetzt gleich nochmal was zeigen, nämlich, ich bin jetzt gerade im Portalraum, wie ihr seht. Und so, ihr seht, ich habe ein Mädchenskin, das liegt daran, ich habe eine Wette verloren, also nicht wundern, warum ich ein Mädchenskin habe. Und ja, so, und wenn ich meinen Chat schreibe, hi, seht ihr, ich habe Titan. Aber ich würde sagen, wir zeigen euch auch jetzt mal mein GS, so. Ich gehe mal auf mein erstes GS, so /ph. Also, dann kann ich es euch mal so zeigen. Einmal hier ist ein Casino. Wenn man da hinten auf die Knöpfe drückt, kommt dann hier oben, also hier vorne kommt dann etwas aus dem Casino raus. Hier kann das da rauskommen. In der Nummer 2 kann das rauskommen. Und der Nummer 3 das. Und dann payen sie mir $100, also die Leute, die spielen wollen. Und dann sagen sie mir 1, 2 oder 3. Und auf die Nummer drücke ich dann und dann bekommen sie da ein Geschenk raus. Dann, wenn wir jetzt hier reingehen, oh Gott, es leckt hier schon ein bisschen so, seht ihr schon, hier sind Zäune im Boden. Und wenn man jetzt hier auf den Hebel drückt, geht es hoch. Also wenn du irgendwen ausschließen willst von deinem GS, dann, ja, kannst du das machen. Dann ist hier oben eine Barriere, hier steht ja schon, Ibims, eine Barriere. Die war so ein bisschen falsch platziert. Ja, aber ich habe es jetzt da einfach dann halt rangeschrieben und ich habe in meiner EC hier, auch noch so ein bisschen Zeug, hier habe ich noch Schutz und hier den Beacon und hier den Wiederesklatschädel habe ich heute bei einem Drop-Event bekommen. War auf jeden Fall auch cool. Und hier ist halt mein Banner-Shop. Hier hängt ein süßer kleiner Pinguin. Und das habe ich hier, dass das sonst jetzt nicht so hübsch aussieht, sind hier rechts ja so 3x3 Glasplatten. Unter den Glasplatten ist hier einmal ein Schafspawner und da hinten hier ist auch ein Schafspawner. Die habe ich mir nämlich letztens erst gekauft und war sehr froh, dass ich nicht gescampt wurde. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt hier auch mal runter. Hui, auf dem Slime springt man dann. Dann sind hier noch ein paar Rahmen, in denen Items drin sind. Hier ist zum Beispiel Closed, hier ist Redstone. Hier ist backt gerade ein bisschen rum, aber hier sind zum Beispiel Diamanten drin. Warum die Eisengitter drin sind, weiß ich nicht. So, und wenn man jetzt umdreht, wenn man hier runtergefallen ist, wäre hier auch noch ein Gang. Und das, wenn man jetzt hier reingeht, sieht ihr schon die zwei Schafspawner. Ich habe schon viel Wolle gefarmt, nämlich hier einmal diese Kiste. Sogar rosa Wolle, schön. Und dann hier oben, wenn ich jetzt da öffne, seht ihr, wie viel weiße Wolle und rohes Hammelfleisch ich schon gemacht habe mit diesen zwei Spawnern. Das ist auf jeden Fall sehr viel und ich habe auch schon Wolle verkauft, also ist das dann nicht mal alles. Hoch kommt man hier leider nur noch mit /ph, so. Weil sonst kommt man hier nicht mehr hoch. Aber es gibt hier oben auch noch eine Kasse, hier. Da steht es auch schon, hier geht der Kunde rein. Und hier der Verkäufer, so. Wenn man jetzt hier was reinwirft, zum Beispiel der gibt mir Geld, dann werfe ich da was rein und der Kunde, der Kunde hier bekommt es dann. Das ist auch relativ cool. Das habe ich auch letztens noch gebaut, da das hier ja auch ein Shop ist, was ja auch hier oben steht. Und dann habe ich hier noch eine Spendenbox, da kann man auch noch Sachen reinwerfen. Und ja, das, wie gesagt, das Ganze hier ist auf City Build 4. Dann gehen wir mal zu meinem zweiten GS, PH2. So, dann fängt sie auch direkt an. Danke für die Spende, Hashtag Ehrenmann. Ja, nichts drin. Aber eben waren da ganz flüssig Erze drin, kann ich euch schon mal sagen. Hier auch Smaragdrand. Den könnt ihr übrigens, falls ihr es noch nicht wisst, mit /rand könnt ihr den ändern. Wenn ihr keinen Rang habt, könnt ihr euch, glaube ich, nur Holz... Nee, dann könnt ihr euch Barriere, also gar nichts, und hier die zwei Stufen holen. Und, nee, die nicht mehr. So, dann habe ich hier, wenn man jetzt hier losgeht, hier so ein, halt so ein Feld mit Weizen, woraus man sich Brot machen kann. Und hier Melonen. Und hier links ist eine Baumfarm.
Aber ich benutze die Bäume nämlich nicht. Aber weil hier schon steht, zum Baumhaus geradeaus. Zum Baumhaus links. Zum Baumhaus links. Ja, das habe ich auf jeden Fall schon sehr gut beschriftet. Ja, hier ist ein kleines Bett, wenn man schlafen will. Und wenn man jetzt hier hoch geht, ist hier so ein kleines Jump'n'Run. Und wenn man das dann mal springt und es auch schafft, hoffentlich jetzt, bitte. Wenn ich das jetzt first schaffe. Leute. Und? Letzten Sprünge. Ja, ich hab's geschafft. Dann ist hier einfach mein Lager. Hier ist dann so ein bisschen halt Pflanzen und so drin. Hier unten ist einfach alles gemischt drin. Hier oben ist Essen drin. Und hier unten sind ein paar Goldklumpen drin. Hier sind Blöcke und da. Also fast alles sind Blöcke. Und hier ist dann nochmal Kleinkram. Da ist dann, sind zum Beispiel Bücher, Spinnennetze und halt so drin. Und hier unten in der Kiste sind Werkzeuge drin. Zum Beispiel Schwerter, Rüstungen und halt noch Bögen und so. Jetzt ist hier noch ein Weg. Kann man durch die Tür gehen. Dann ist hier so Ausgang. Und man kann hier auch hochgehen, wenn man das Jump'n'Run gerade nicht schafft. So. Dann habe ich aber noch zwei Geäste. Das ist nämlich einmal das dritte, mein drittes Geäst. Das ist nämlich mit meinem vierten Geäst so ein bisschen verbunden. Ich komme hier mit CHP Mittel. Kommt man hier mal hoch, dann kann man hier sehen, hier ist so ein bisschen Wasser, hier ist ein Baum. Hier unten ist schon ein Bett platziert, das sieht schon so ein bisschen komisch aus. Und hier steht jetzt gerade nichts, aber naja. Das ist dann, soll dann, da muss ich dann noch einen Villager hinbauen. Hier oben steht dann, hier ist schon so ein Rüstungsständer in einem Cobweb. Das soll so ein bisschen Bettwurst darstellen. Und wenn man dann auf mein viertes GS geht, das habt ihr bestimmt schon gesehen, das ist nämlich das hier. Das sieht fast genauso aus. Wenn man jetzt hier mit Slash-P-Mittel hingeht, drauf geht, seht ihr schon, es sieht genauso aus. Dann ist hier, das habe ich nämlich eben mit dem Villager gemeint, das habe ich versucht so ein bisschen nachzubauen. Ist da der Villager. Hier sind dann noch Bäume, ein bisschen Wasser, ein bisschen Deko. Und hier ist dann das Bett vom Gegner. Da habe ich so ein bisschen versucht mit den Rüstungsständer halt die Spieler nachzumachen. Und dann muss ich hier auch noch einen Spieler hinstellen. Ich dachte eigentlich, hier habe ich schon platziert, aber dann wohl eher nicht. Naja, dann muss ich das halt noch machen. Aber ich würde sagen, das waren noch, dann noch alle meine Geäste. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Haut rein und ciao!